Hey, meine sehr geehrten Gastlöffel, Whisky Nerds, Whisky Grinch, Adrin hier. Ja, muss Material vorproduzieren, sonst und überhaupt. Heute auf der Teststrecke ist ein SV Speyside 17 Jahre, Klammer auf, M, Klammer zu, aus dem First von Oloroso Sherry Butt mit der Castnummer Dru 17A106/27. 58,1% und Adrian Mylov steht hier drauf. Simi, bist du's? Etikettendrucker? Wir hatten Etikettendrucker bei uns. Bestimmt Simi. Ja, cool, dass sowas geteilt wird. Aber eigentlich muss ich tatsächlich sagen, habe ich auch den gekauft, um mir mein Bild über meine Meinung über die SV-Dekanter in letzter Zeit zu bestätigen. Und was natürlich bei Secret Speyside und Klammer auf, M, Klammer auf und Klammer zu und so. Immer gemunkelt wird, ihr wisst das, ihr kennt das, das ist bestimmt ein Magellan. Immer wenn es ein Secret Speyside ist, ist es Magellan. Genauso wie Secret Islay immer Artback ist. Oha! So, also Nase, Sherry-Profil nicht schlecht, aber ich mag diese süße Vanillenote nicht, die mitschwingt. Jetzt in der Nase. Wie viel Prozent? 58? Ja, 58. Also man hat auch eine mentholische Note drin. Es ist schon ziemlich eindimensional, muss ich echt sagen. Also ich mag Sherry und ich mag auch, wenn es Wumms hat. Er hier riecht wie... Ja, diese Vanillezigarren, waren es Moods oder Independence oder sowas mit Vanilleflavor und halt Sherry drüber geklatscht. So riecht der. Plus ein bisschen mentholische Alkoholschärfe. Ist jetzt nicht fies negativ, aber schon wahrnehmbar. Ist jetzt auch kein Totalausfall. Also das ist für mich, wenn ich nehme jetzt mal diesen 12 her, dieses Bourbon, das sich dran gerochen hat, ja, dann ist so ein Sherry-Monster, wobei ich würde jetzt noch, das ist noch nicht mal ein Sherry-Monster für mich. Da fehlt mir irgendwie so diese überladene Holzfracht. Boya, du weißt, was ich meine. Dein Bodyschema ist ja zartere Holzfracht. Ich brauche aber Sherry-Holz, Espresso, verbrannte Fehlnote, Seife. Bumm! Das ist für mich eher große Sherry-Kino. Und er hier ist halt süß Sherry und vermutlich ist es ein gefertigtes Fass, also 17 Jahre, 2005. Ich weiß nicht, wann der Spaß losging. Und ich weiß auch nicht, ob das Ding hier komplett Sherry war, auch wenn es so draufsteht. Wenn es Finish lang genug ist, muss man es ja nicht draufschreiben. Naja, ist es jetzt nicht absolut scheiße. Und das sage ich jetzt eher zu mir, weil ich diese SV-Dekanter tatsächlich satt habe. Ich lasse ihn jetzt mal ein bisschen schnaufen. Vielleicht setzt er sich ein bisschen und das Mentholische geht weg. So, mal sehen. Ja, Mentholnote ist verflogen. Dafür hat man jetzt so eine Rosine eher so. Aber noch nicht ganz trocken. Also ein bisschen ist noch drin. Und dann Sherry-Sirup. Kann man nicht anders sagen. Also das riecht wie... wenn man an den Sodastream-Syrups riecht, bevor man dann den Geschmack, also das eigentliche Ding rauszieht, ist schon sehr konzentriert. Und eigentlich bin ich ein Freund von diesen überladenen Sherry-Brettern meistens, aber hat halt seine Grenzen. Mal sehen. Faszinierend. Also süß, sehr, sehr süß. Und man spürt den Alkohol, aber eher als unangenehmes Brennen. Oder
ja, man trinkt 58%iges Zeug. Also was erwartet man da groß? Aber es ist neben der Süße, ist es das, das ist die treibende Kraft, die man da spürt. Und es ist jetzt nicht, dass ich sage, oh, okay, ich trinke einen fast starken Whisky, das gefällt mir, ich habe was Starkes, sondern es stört. Und sonst ist da nichts. Also man hat wirklich diesen Sherry-Sirup. Dafür spürt man auch keine Tannine. Vielleicht haben sie da einen Fass aufbereitet. Darf man das denn heute noch? Wer weiß. Also destillatsmäßig kann es eigentlich alles sein. Wegen mir auch in Diensten. Legt es ins gleiche Fass bei den Klimabedingungen und kommt ungefähr so raus. Also ich würde jetzt gerne sagen, der beste Magellan für das Geld, aber nein. Das ist einfach ein Sherry-Whisky, der mir jetzt nicht so zusagt. Also, ihr seht, selbst beim zweiten Schluck, diese Alkoholstärke. Und ich bin jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, ich trinke eigentlich nur Fassstärken. Also draußen 37 Grad, ich schwitze, dann trinke ich eine Fassstärke, um mich runterzukühlen. Nein, aber so müsste ich jetzt da nicht drauf reagieren. Ja, von den Früchten, die ich jetzt in der Nase kurz hatte, diese Pflaumen, Datteln, was auch immer, nö. Es ist wirklich ein süß getriebener Sherry, ich weiß jetzt nicht, Oloroso würde ich es wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. So, wenn ich jetzt alle Sherry-Sorten vor mir hätte, welche würde ich nehmen? Keine Ahnung. Also, und wenn es Oloroso war, es ist lustig, dass man 17 Jahre was hat und ich habe vom Fass nur diese Sherry-Sirup rausgezogen und Alkohol. So, Fazit. Ja, gefällt mir nicht. Nase noch, okay, Sherry habe ich nicht jeden Tag auf der Nase. Geht auf jeden Fall auf die Resterampe, also 2 von 5 Gesichtern. Vielleicht gibt es Leute, denen das gefällt. Ich habe auf der Base gesehen, einen so gut ausbalancierten McKellen, für das Geld hat er seit 8 Jahren nicht getrunken. War das oberste Rating bei mir, deswegen konnte ich da nicht dran vorbei. Ich nehme jetzt noch ein. Also das hier wird auf jeden Fall auf die Resterampe gehen. Fairness, ja gut, keine Namensrechte, hohes Alkohol und Preis war okay. Ja, es war aber auch wieder so ein Ding, kauf sofort oder kauf gar nicht. Bin ich auch kein so ein großer Freund davon, weil ich habe eigentlich keine Lust, wenn der Newsletter vom Händler kommt, drauf zu springen. Ja, ihr wisst, was passiert. Man hat einen krassen Sherry-Whisky, der sonst keine Tiefe und nix hat. Was macht der Adrian? Schön, dass man das Etikett nicht sehen kann. Natürlich, habe ich immer da. Also Fairness, gibt's mal einen Daumen rauf, obwohl keine Namensrechte. Der Rest passt, Preis, Alter, Alkoholstärke, nicht gefärbt und so weiter. So, man nehme ein bisschen Sherry-Whisky. Er gibt ein Sherry Longrand mit 17 Jahren. Natürlich, wenn man sich nicht an die SWA-Regeln hält. So, ich mache noch fertig. Fairness, Daumen rauf. Nachkaufen. Daumen runter. Ist eh schon, sind nur noch die Flipper-Shops, Hard to Find Whisky und so ein Schmarren. Bieten ihnen, glaube ich, schmackige 70 Euro über UVP an oder sogar mehr, vielleicht sogar 100 Euro. Ja, macht es nicht. So, ihr könnt schon ausschalten, außer ihr wollt mir zugucken, wie ich meinen Longrand Nass Sherry noch probiere. Boah, so wird eine runde Sache draus. Ich wünsche euch was.